Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsbürger der Welt. Zum einen möchte ich mich bedanken für die ganzen Nachrichten in den letzten Tagen, auch für die ganzen Vorschläge. Und ich weiß, ich befinde mich jetzt gerade in einem ziemlichen Zwiespalt. Zum einen hat Prinz Markus jetzt nochmal ein großes Statement mit heftigen Vorwürfen rausgehauen, was ich euch eigentlich nicht hier vorenthalten darf und kann. Auf der anderen Seite geht es dort halt auch nochmal um Willi Herrn. Es geht aber auch um schwere Vorwürfe gegen Sat.1, gegen auch zum Teil Kandidaten. Und ich fand das so wichtig, dass ich das hier zeige, auch wenn es ein schwer angetrunkener und auch nicht nüchterner Prinz Markus von Anhalt war, dem man hier auch ja einiges vorwerfen darf, worauf ich auch noch zum Ende des Videos kommen werde. Trotzdem musste ich das euch zeigen. Also ich weiß nicht, wie ich mich sonst hätte besser verhalten sollen. Ihr könnt gerne unten mich auch kritisieren. Ich finde es allerdings sehr wichtig, dass ich das jetzt hier zeige. Ich warne euch, es geht um Willi Herrn, es geht um Sat.1, es geht um die Kandidaten, es geht um schwere Vorwürfe gegen Sat.1. Ich finde auch Prinz Markus geht dort zu weit, weil er auch die Ex-Frau von Willi Herrn oder die Witwe, muss man ja jetzt leider Gottes sagen, angreift, in einem Zustand, der, ja, finde ich, jetzt nicht so ganz tauglich ist, um so ein wichtiges Statement zu machen. Das hätte er vielleicht nüchtern machen sollen und ein wenig besser überlegt. Er hat sich da ziemlich in Rage geredet, dennoch finde ich es halt extrem wichtig, euch das jetzt hier zu zeigen. Ich zeige euch dieses Statement jetzt 6 Minuten am Stück und werde zum Schluss natürlich noch mein Feedback zu dem Ganzen geben und meine Meinung kundtun. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Aber hört jetzt erstmal selbst. Ich habe den Willi Herrin sehr gern gehabt. Dass er sein Leben beendet hat, finde ich sehr dumm von ihm. Er hat viele dumme Sachen gemacht, aber er war ein großer Entertainer und mein Freund. Und wir haben ja dieses Promis unter Palmen Bullshit Theater gemacht zusammen und andere Sachen zuvor. Wir haben uns in Mallorca getroffen und wir haben mich stört, dass Willi sein Leben selber beendet hat. Das zeigt seine Dummheit, weil er war ein immer lustiger, fröhlicher Mensch, immer ein Weltverbesserer. Und ob man es glaubt oder nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Man kann schlecht leben. Und sehr schlecht leben. Und man kann gar nicht leben. Und gar nicht leben ist eigentlich die schlechteste Entscheidung. Ich weiß, dass der Willi, der hat Promis unter Palmen Redaktion, Schein Endemol, wie die heiße, überredet, dass mehr Gage an mich geht und weniger an ihn, dass ich ihm das dann geben kann. Und weil er halt Insolvenz war und der Insolvenz war, weil er die ganze Gage kriegt. Der Willi, der war wirtschaftlich am Ende und ich habe versucht, ihn aus der wirtschaftlich am Ende sein rauszuholen. Und er hat mir erklärt, was ich mache mit Cryptocurrency und so weiter. Und er wollte eigentlich am Donnerstag, also diesen Donnerstag, zu mir nach Dubai kommen mit seinem Manager. Und ich hätte ihm da schon geholfen, aber dazu kam es nicht mehr. Die Gage, die Willi kriegt vom Killersender Sat.1, ich sag mal Killersender, weil ihr seid psychologisch so drauf, so schlimm. Wenn es dann irgendwann heißt, ich war ein Zuhälter und habe meine Frauen schlecht behandelt oder manipuliert, ihr seid so viel schlimmer. Ihr Sat.1 seid mitschuld am Tod von Willi Herren. Ihr Sat.1, ihr seid die größten Vollpfosten, die es gibt auf der Welt. Ihr Sat.1, ihr seid die Killer, nicht Willi. Ihr habt ihn kaputt gemacht. Die Gage konnte nicht an mich fließen, konnte nur an den Insolvenzverwalter fließen, weil sonst macht man sich ja strafbar in diesem Deutschland, wo man nicht mal seine Meinung sagen darf. Ihr seid schuld am Tod von Willi Herren. Die Frau, die er hatte, ist mit Schuld. Es ist so schlimm, wenn ich mir das so richtig Revue passieren lasse, was eigentlich passiert ist, was der Willi mir gesagt hat. Der hat geweint bei mir,
auf meinem Arm in Thailand. Er hat geweint, er war fertig mit den Nerven. Er steckt uns 16 Tage in ein Corona-Hotel, in ein asoziales Corona-Hotel mit 20 Quadratmeter Wohnfläche. Und da muss man 16 Tage aushalten. Er hat einen 1 Quadratmeter großen Balkon, wo man dann mal eine rauchen darf, weil drin darf man ja nicht. Der Kellner oder whatever kommt, stellt das Fressen vor die Tür, verpackt in Plastik, klopft an die Tür, rennt weg. Denn wenn man die Tür aufmacht, sieht man noch den Wegrenner, weil wir ja so infected sind oder vielleicht. Diese 16 Tage im Corona-Hotel haben uns schon so gefickt, dass wir dann in die Luxusvilla reinkamen. Und da wollte man natürlich alle Party feiern. Und deswegen ist am ersten Tag mehr Alkohol verbraucht worden, wie in der letzten Staffel total. Also erzählt mir nicht, ihr Sat.1 habt das bewusst so provoziert, dass wir nach 16 Tagen Quarantäne komplett ausgehungert in dieses Haus reinkommen und uns gegenseitig schlachten. So ist das gelaufen. Und das habt ihr genau so geplant. Und dann gab es dann 20.000 oder 30.000 Euro extra für die Quarantäne, 16 Tage. Der Willi hat auch 25.000 Euro extra gekriegt für die Quarantäne. Aber der Insolvenzverwalter hat es vom Willi gekriegt, weil er pleite ist. Also ihr habt ihm null geholfen. Ihr habt nur noch einen draufgesetzt, noch einen. Da ist der Willi rausgewählt worden. Dann kam der Willi wieder rein, weil der Töpperwin eine Frau zusammengeschlagen hat in der Fernsehshow. Die Julia ist rausgewählt worden, dann kam die Julia wieder rein, weil der Stoltenberg Frauen zusammengeschlagen hat. Also was ist denn eigentlich los mit euch? Ihr müsst euch mal Gedanken machen. Ihr Fernsehsender, vor allem Sat.1, E-Pleite, der Wix-Sender, ja, ist E-Pleite. Ihr seid auch bald insolvent. Ihr seid es, glaube ich, schon, wie der Willi. Ich könnte nur kotzen. Und mein Willi fehlt mir. Wir haben so viel Spaß gehabt auf Mallorca. Und ich liebe ihn. Und er fehlt mir einfach. Und er hat sein Leben beendet. Und ihr von Sat.1 seid mit Schuld. Und die Freundin, die ihn verlassen hat, ist mit Schuld. Und er war immer ein weak Character. Und er war immer drug addicted. Und er war 3 Jahre clean. Er war 3 Jahre clean. Er hat mit mir kein Glas Alkohol angefasst in Thailand, weil er sich's beweisen wollte. Aber das, was er gemacht hat mit meinem Willi, das war einfach zu viel. Und dann hat man halt wieder mal das Glas in die Hand genommen. Und er kann damit nicht umgehen. Und es ist eure Schuld. Es ist eure Schuld, dass der Willi tot ist. Und er war eine frohe Natur, einfach eine kölsche frohe Natur. Es ist eure Schuld, dass er tot ist. Heftiges Statement von Prinz Markus von Anhalt. Ich weiß nicht, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Ich versuche jetzt mal wirklich sachlich zu bleiben und passt natürlich jetzt auch ein bisschen auf, weil ich das Thema sehr schwierig finde. Auf der einen Seite könnten jetzt viele von euch sagen, Mensch, der war so schockierend ehrlich und hat sogar Sachen gesagt, die wir noch gar nicht wussten. Zum einen, dass Willi Herrn so krasse finanzielle Probleme hatte, war jetzt nicht jedem, glaube ich, klar. Man konnte sich vielleicht denken durch Corona und Co., dass er jetzt nicht mehr so oft auftreten konnte. Aber das sind schon mal jetzt Neuigkeiten, dass auch die Quarantänezeit wohl ziemlich beschissen sein musste, das konnte man sich vielleicht auch denken in Thailand, das ist bestimmt nicht so einfach im fremden Land dann irgendwie 16 Tage im Hotelzimmer zu verbringen, aber die haben ja dort 20.000 bis 30.000 Euro für die Zeit bekommen. Ich denke, da gibt es auch Schlimmeres, aber ja, trotzdem beschreibt das Prinz Markus von Anhalt dann als absolut menschenunwürdig. Ob das jetzt wirklich so war, müssten jetzt halt andere nochmal bestätigen. Auf jeden Fall soll es dort Willi Herrn auch schon nicht so gut gegangen sein und ihm ging es wohl zu der Zeit auch nicht gut. Er gibt Sat.1 die Mitschuld und sagt auch generell, dass Sat.1 ein furchtbarer Channel ist und drückt das ja auch sehr krass aus. Dann soll es auch zu Handgreiflichkeiten von Chris Töpperwien gekommen sein, als Willi Herrn schon rausgewählt war.
dann sollte Chris Töpperwien rausgewählt worden sein von Sat 1 und dann kam wohl Willi Herrn wieder zurück. Das wusste man jetzt natürlich auch nicht, weil die Folgen noch nicht ausgestrahlt wurden. Dann soll auch Henrik von Stoltenberg angeblich, ja, laut ihm handgreiflich geworden sein. Was genau jetzt da passiert ist und ob das Ganze stimmt, das setze ich jetzt unter ein großes Fragezeichen. Ich muss mich natürlich hier auch rechtlich ein wenig absichern, aber das hat er jetzt so rausgehauen in diesem Statement für seine über 500.000 Follower, was auch alles öffentlich ist und wahrscheinlich jetzt sowieso durch Promiflash und Co. dutzendfach geteilt wird. Und da ich ja auch ein Trash-Format bin, werde ich natürlich dann auch bei sowas berichten, aber versucht das hier möglichst niveauvoll zu machen, auch bei so einem krassen Thema. Wie gesagt, Willi Herrn und die ganze tragische Geschichte möchte ich gar nicht ausschlachten. Deswegen habe ich ihn auch nicht in den Titel geschrieben. Ich hätte natürlich jetzt wesentlich mehr Klicks damit auch machen können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt. Ihr könnt mich aber auch gerne jetzt kritisieren. Aber ich fand das jetzt so wichtig, dass man dieses Statement jetzt euch auch zeigt, weil da ging es jetzt schon generell auch um die Produktion Promis unter Palmen und generell auch um die ganze Situation. Und das fand ich so wichtig, dass man halt auch das aufzeigt, was da angeblich noch so abging, dass ich das hier berichten wollte. Vielleicht könnt ihr das verstehen. Wenn ihr generell Trash mögt, lasst auch gerne noch ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ja, mein Beileid auf jeden Fall nochmal an die Familie und Freunde von Willi Herrn. So viel möchte ich ja auch zum Ende nochmal loswerden. Und ich finde halt auch zum Schluss, ganz ehrlich, Prinz Markus von Anhalt ist mit diesem Video auch zu weit gegangen, weil man halt dort einiges rausgehauen hat, auch in Richtung Witwe von Willi Herrn und Co., was ich jetzt, finde ich, in so einer Zeit jetzt nicht gehört. Ja, das kann man sich dann denken, aber das muss man jetzt nicht in so einem Video kundtun. Das ist meine Meinung. Die Vorwürfe gegen Sat 1 finde ich durchaus sehr interessant und da bin ich auch auf eure Kommentare gespannt und ja, warte jetzt erstmal ab, was ihr dazu sagt. Ansonsten wird man sehen, was jetzt vielleicht auch Sat 1 die nächsten Tage noch macht und dann Statements raushaut, weil die Vorwürfe sind heftig und vielleicht sogar gar nicht so falsch. Das kann man zum Ende auch nochmal sagen. Wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Bis dann und ciao, ciao.